So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Abschlusszock Assassin's Creed 4 Black Flag auf dem Weg zum Finale. Frustsaufen nennt man das dann wahrscheinlich. Eine Flasche. Da will ich erstmal was sehen. Wird das reichen? In all den Jahren hast du nie das erreicht, was ich in einem Fünftel der Zeit geschafft habe. Weil du ein guter Mann bist, Edward. Siehst du? Güte ist eine Krankheit. Das gehört mir, Robert. Gib es her! Kennst du noch mein Credo? Ein kurzes und fröhliches Leben, das ist alles. Die Welt schuldet uns nicht mehr als das. Also nimm dir, was du willst und stirb, bevor du miterlebst, wie man dich zum Narren macht. Gib es her. So ist recht, Junge, nimm es. Ich zertrete dich, Bade. Ich schlitz dich auf! Ach, das ist super. Ruhig, kleines Hündchen. Kriech zurück in deine dreckige Hütte. Du bist meinem Irrsinn nicht im geringsten gewachsen. Robert! Willkommen an Bord, Kenway. Beute, Plünderung und Abenteuer liegen vor uns. Bist du dabei? Aus dem Weg, Ben! Heb das Glas auf die Freiheit! Und auf Gott. Alle Herren Glücksritter und alle Damen der Muse. Und auf eine Welt voller Lunken, die besser sind als alle Könige und Königinnen. Als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit. Freude und Genuss, Freiheit und Macht. Welcher Mann bei klarem Verstand würde das alte Leben wählen? Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Alter, was ist hier los? Haie, Leichen. Eine Traumsequenz. Hornigold, Kid, Thatch, alle dabei. Alter Schwede. Der Hof von der Kette kreise zog. Der stürzte sich aus der Luft herab auf ein Lamm, packte es und trug es auf zu seinem Nest. Ganz in der Nähe hatte das eine Dohle beobachtet und bildete sich ein, dass sie genauso stark und geschickt wäre. Also, mit viel Geflatter und Federgerassel senkte sich die Dohle eilig herab und griff nach dem Fell des Großkopfes. Aber als sie versuchte, davonzufliegen, merkte sie, dass sie nicht groß und stark genug war, um das Tier zu lesen. Und selbst als auch der Falsche abmühte, bemerkte der Ritter davon fast gar. Ganz in der Nähe, gleich hinter dem Fell, sah der Schäfer den zappelnden Vogel und war äußerst amüsiert. Er rannte herbei, schnappte den Vogel und beschnitt ihm die Flügel. An diesem Abend gab er die Dohle seinen Kindern als Geschenk. Was für ein komischer kleiner Vogelvater, lachten und winken sie. Nennt man ihn? Das ist eine Dohle. Nicht mehr als 2 Jahre. Du hast es versprochen. Du bist gegangen, als ich dich am nötigsten hatte. Aber du hattest mich. Warum kommst du nicht zur Ruhe? Mach ich dich nicht glücklich? Ich bin so nah, Caroline. Bitte, lass mich das machen! Tust du denn alles nur aus Trotz, Edward? Es ist nicht der Trotz, der mich antreibt, Mary!
sondern Mut! Zu welchem Zweck, Mann? Du hast niemanden mehr, den es kümmert! Lurin soll hier sein. Ich komm schon zurecht. Du Laus! Immer zerstörst du, wenn du etwas aufbauen könntest. Sogar dich selbst, wenn sonst schon nichts ist. Lass mich in Ruhe! Ändere den Kurs, Edward! Ändere deinen Kurs, bevor es zu spät ist! Boah, was ist hier los, ey? Okay, nie wieder Alkohol. Captain Kenway! Siehst aus wie in einem Pflaumenmus. Gott. Ich habe einen Kater für Zähne. Auf die Beine. Du machst es mir nicht leicht, Adel. Nachdem du mich mit Roberts allein gelassen hast, sollte ich wütend sein, dich hier zu sehen. Doch eigentlich bin ich ungemein froh. Ich auch, Bruder. Und es wird dich freuen zu hören, dass es deiner Jackdaw gut geht. Sollten wir Segel setzen? Du gehst? Aye, Edward. Ich werde noch woanders gebraucht. Adi, hör doch. Wenn Herz und Verstand bereit sind, besuche die Assassinen. Ich glaube, dann wirst du es verstehen. Okay. Auch unser letzter Freund lässt uns allein. Boah. Heftige Traumsequenz. Definitiv. Bin froh, dass ich da irgendwie durchgekommen bin. Also jetzt kaufen wir uns aber erstmal Munition. So, wir haben es ja geschafft. Wer nicht weiß, wie das jetzt alles so zustande gekommen ist, einfach mal ja, die letzte Folge schauen. So, jetzt hier mal für Karkinski, Kanonenlaufpistolen und spanische Offizierspistolen. Das sind so die Pistolen, die ich empfehlen kann. Am besten aber noch immer noch die Kanonenlaufpistolen. So, Monturen habt ihr ja gesehen, ne? Brauchen wir jetzt nicht. Und Schwert habe ich die französischen Duellschwerter. Sind auch ja meiner Meinung nach die besten. Ne, ihr seht es ja hier. Gut. So, dann schauen wir noch mal kurz wegen unserer Jackdaw. Hier noch mal zum Hafenmeister. So, und dann kaufen wir auch mal Munition. Mörser ganz wichtig. Und schwere Kugeln. So, dann können wir mit Sicherheit auch noch was verkaufen. Zucker für 80 Reales. Rum für 75. Ja, das war ja, hat sich ja richtig gelohnt. So. Okay, schauen wir mal auf die Karte. Denn ich habe ja gesehen, hier gibt es noch einiges zu tun. Vor allem hier drüben. Das ist das Gefängnis, da waren wir doch. Gut, brauchen wir jetzt ja nicht. Würde ich mal sagen. Zurück auf die Jackdaw. Und wir sollen ja die Assassinen besuchen, ne? Unser letzter Freund Adebale hat uns ja, wie schon gesagt, verlassen. Wir sind allein. Captain Kidd tot. Also, Mary. Und wir bräuchten jetzt etwas Geld. Jetzt überlege ich natürlich, wie kommen wir jetzt so ein bisschen Kohle ran? Erstmal die Weltkarte öffnen. Und schauen, wo es dann eigentlich hingeht. Hier, zu den Assassinen natürlich. Nach Tulum. Könnten wir eine Schnellreise machen? Oder wir haben hier noch unentdeckte Orte. Das ist einmal tauchen. Aber ich hätte mal wieder Lust auf so eine kleine Insel. Und auf ein bisschen Beute. Zwei Bricks.
Verbündete? Alles klar, denen helfen wir doch mal. Ihr kennt uns mal. Wir bekommen Unterstützung, Captain! Ja, von unseren Verbündeten natürlich. Feuer! Ein guter Feuer! Wir haben Befehle, Captain! Aber soll ich meine Verbündeten treffen? So, den haben wir. Und jetzt nehmen wir uns die noch vor. Okay, ich sehe gerade nichts. Feuer! Next Brick. Gut, dass wir noch ein paar Mörser geholt haben. Okay. Schade. Okay, aber fast treffen. Feuer! Zack. Gut. Auch wieder ein bisschen Beute. Und wir haben unseren Verbündeten geholfen. Und dann werden wir jetzt nach dieser Traumsequenz noch ein bisschen entern und dann geht's in der nächsten Folge wieder Richtung Hauptmission. So, wir wissen ja, wie das Ganze funktioniert. Oh. Pams, jetzt hab ich's erwischt. Also rein. Das war ein schöner Treffer. So, endlich wieder Schwerter. Dann nehme ich auch gar nicht erst Pistolen etc., sondern wir benutzen unsere Säbel. Zack. Was soll mit dem Schiff passieren? Wir werden natürlich erstmal die Jackdaw reparieren. Ach, das ist schön. Goldenen Breitseitenkanon, ist das nicht herrlich? So, wieder eine Teil. Also wir könnten das Schiff aufrüsten, uns fehlt eben noch das Geld. Und das Geld kriegen wir ganz schnell noch an. Das mache ich jetzt im Offline ein bisschen. So, jetzt kümmern wir uns erstmal hier noch um dieses Schiff. Das war ja dann hier schon die Fregatte. Ich bin zu niedrig. Ich bin richtig was anzurichten. Okay, die Pulverreserven zerstören. Brauchen wir also eine Pistole. Ach, soll ich natürlich meine eigenen Leute mit erwischen? So, ja, ist doch klar. Boah! Okay, ich muss erstmal weg. So. Okay, sieht nicht gut aus. Mach es so. Und zack. Ich werde nicht mehr aus einem Kampf fliehen. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir erstmal die Folge. Nächste Folge geht es dann weiter Richtung Assassinen. Und dann schauen wir mal, ob wir mit den Assassinen zusammen zum Observatorium zurückkehren und uns das Ganze dann holen. Roberts lebt noch, Roberts hat noch den Totenschädel, den brauchen wir natürlich. Und darum, ja, kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Also, bis dahin dann. Reingehauen und einen schönen Tag euch noch.